Ja, danke, lieber André, danke nochmal, lieber Shem, für deine Worte. Liebe Freundinnen und Freunde, vieles ist ungewöhnlich in diesem Wahlkampf. 60 Tage Zeit, so ein Turbo-Wahlkampf, ich glaube noch niemand von euch, wir im Landesvorstand auch, die schon lange dabei sind, betreten eigentlich Neuland damit. Und nach Auflösung des Landtages haben wir uns, glaube ich, ein paar Stunden später schon zusammengesetzt. Los ging's. Nach 2 Tagen hatten wir unsere Gremien, unsere Strukturen und unseren Terminplan stehen. Ihr habt Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten gesucht, gefunden, gewählt in Rekordzeit. Wir haben ein Wahlkampfteam in der LGS zusammengestellt mit der Wahlkampfleiterin Sabine. Sabine, danke nochmal, dass das auch so wunderbar geklappt hat. Die Landesgeschäftsstelle ist in 0,nix zu einer Wahlkampfzentrale umfunktioniert worden und sieht jetzt mittlerweile auch wie voll im Wahlkampf aus. Nach 11 Tagen nach Auflösung des Landtags haben wir einen LPR gemacht, in dem wir schon uns eingestellt haben auf den Wahlkampf. Ja, und nach 13 Tagen, liebe Freundinnen und Freunde, nach 13 Tagen haben wir ein Wahlprogramm an euch verschickt. Jetzt sind es 18 Tage nach der Auflösung des Wahlkampfs und wir haben Auflösung des Landtags, entschuldigt. Und 18 Tage nach Auflösung des Landtags haben wir hier eine LDK, dem wir einen neuen Claim vorgestellt haben. Wir haben eine Liste gewählt, 50% Frauen und nicht so wie andere Parteien. Darauf bin ich immer wieder stolz, dass diese Partei so gutes Personal hat und wirklich eine klasse Liste gestern verabschiedet haben. Und wenn die FDP ist, ich glaube, wir überbewerten sie, wenn wir zu viel draufdreschen, aber ich muss es nochmal loswerden, wenn Herr Lindner in einem Interview als ambitioniertes Ziel darstellt zum Thema Frauen in der FDP, unser Ziel ist es, so viel Frauen wie 2010 in den Landtag zu bekommen und diesen Frauenanteil zu halten. Ich sage euch, von 13 sind es 2, dann ist das armselig, mehr als armselig, wenn das schon ein ambitioniertes Ziel ist. Bei uns haben 50% die Frauen die Macht und das ist auch gut so. Ja, und jetzt ist wohl das Ungewöhnlichste in diesem Wahlkampf, steht jetzt an. 18 Tage nach Auflösung des Landtags wollen wir jetzt ein Programm verabschieden. Ich bin ja auch schon ein paar Tage in der Partei. Aber in diesem Turbo ein Programm aufzustellen, zu diskutieren und zu verabschieden, das ist schon eine besondere Leistung. Es gab über 150 Änderungsanträge und ich sage mal, wow, weil wir am Dienstagnachmittag das Programm verschickt und bis Freitagabend 150 Änderungsanträge, davon 50 noch am Freitagabend. Das ist eine echte Leistung und auch da machen wir den Unterschied. Und da bin ich auch stolz drauf, dass diese Partei hier den Unterschied macht. Und deswegen geht als erstes mein Dank an euch, an die LAG, die hier in kürzester Zeit sich eingebracht haben mit Anträgen, mit Anregungen. Und ja, ihr habt auch gleich das Wort dazu. Herzlichen Dank an euch. Aber auf jeden Fall muss ich hier noch ein zweites großes Dankeschön loswerden, denn wir hatten eine Schreibgruppe, die wie gesagt netto, sagen wir mal, 8 bis 9 Tage Zeit hatten, diesen Textentwurf zu schreiben und jetzt am Rande der LDK versucht haben, alle Änderungsanträge, die wir besprochen haben, einzuarbeiten, dass ihr diese Querliste jetzt vorliegen habt. Und das ist eine echte Leistung gewesen. Danke an Jakim Essen, an Paul Lang und an André Zörn für diese großartige Leistung, die ihr hier gemacht habt. Ich weiß gar nicht, wer noch am PC sitzt, noch die letzten Änderungen sind, glaube ich, gar nicht alle im Saal. Also, klasse Leistung und wir sind heute hier, wir haben es auch geschafft, tatsächlich, ich habe gerade mal drauf geguckt, das wären ungefähr 28 Seiten, Leute. Wow, auch das ein Update, der wirklich sich sehen lassen kann. Ja, und um was geht es denn in dem Programm? Es geht darum, dass wir den Unterschied machen. Und wo machen wir den? Wir haben einiges zu bieten. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, wer den Umbau NRWs wirklich zu einem neuen Industriestandort will, wer zukunftsfähige Arbeitsplätze will, wer die Energiewende nicht nur in Sonntagsreden beschwört, wie Herr Röttgen, sondern wer anpackt und handelt, wie unser Klimaschutzminister, wer auch Tiere
die in Massentierhaltung gequält werden, wer auch diese Zustände beenden will. Wer will, dass NRW nicht im Verkehrskollaps erstickt, sondern eine moderne, gute Verkehrsinfrastruktur bekommt. Wer beispielsweise bei den regionalen Themen, wer fluglärmgeplagte Anwohnerinnen und Anwohner schützen will. Wer einen Nationalpark im Teutoburger Wald haben will. Und vor allen Dingen, wer mit den regionalen Themen hier in Düsseldorf genauso redet wie in Berlin und diese ganzen regionalen Themen auch durchtragen, von unten bis nach oben und glaubwürdig vertreten will. Wer eine Bildungspolitik will, die Chancengerechtigkeit, gute Bildung schafft. Wer ein Gesundheitswesen möchte, Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, wer soziale Teilhabe auch ja, so dekliniert, dass Schwächere in unserer Gesellschaft befähigt werden, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Wer Integration ernst meint als Integration auf Augenhöhe, wer Flüchtlinge vor Abschiebungen in Elend schützen will. Ich kann die Liste fortsetzen ohne Ende. Wir haben genug zu bieten in diesem Programm. Der, liebe Freundinnen und Freunde, die müssen auf uns setzen bei dieser Wahl am 13. Mai. Grüne wählen. Denn es geht um nicht weniger, es geht auch um nicht mehr als um eine Richtungsentscheidung. Und wir sagen mit diesem Update des Zukunftsplans, wir wollen Nordrhein-Westfalen in eine Zukunft führen, die nachhaltig ist, die bildungsgerecht ist, die auf soziale Teilhabe setzt. Und vor allen Dingen müssen wir klar machen, wenn Reden und Handeln zusammengehört, ja, der muss uns wählen. Wir gehen selbstbewusst in den Wahlkampf, nicht überheblich. Der Wahlkampf wird nicht leid. Wir brauchen alle eure Energien. Und jetzt habt ihr das Wort, denn ihr habt so toll an dem Programm mitgearbeitet und stellt es jetzt vor. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir werden nachher mit breiter Mehrheit dieses Update verabschieden. Und dann geht's los.